Hallihallo, liebe Leute, und es ist mal wieder soweit. Am kommenden Samstag wird es bei mir wieder einen Livestream geben. Um was es genau geht, ich denke mal, ihr werdet das anhand des Bildes schon erkennen. Ich werde einen Metroid-Stream machen, in dem ihr allerdings aussuchen dürft, welches der drei Spiele ich halt in dem Fall einen Stream spielen soll. Also zur Auswahl würden stehen Metroid Zero Mission, AM2R, also das Another Metroid 2 Remake, welches von Fans mal gemacht wurde vor ein paar Jahren. Oder zur dritten Auswahl steht Super Metroid in der GBA Edition. Quasi ein ROM-Hack, der Super Metroid in der Zero Mission Engine nutzt, aber halt die Super Metroid-Karten und alles andere nutzt, außer halt alle Gegner. Also es ist nicht alles 1 zu 1 wie ein Super Metroid da, aber nahezu, was ich ganz cool finde. Ja, und ihr habt natürlich jetzt die Wahl. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, welches der drei Spiele ihr am liebsten sehen wollt in dem Stream. Bevor ihr fragt, ja, es hat ein bisschen was mit Metroid Dread zu tun. Ich habe mal Bock wieder auf ein älteres Metroid und deswegen dachte ich mir, nutze ich einen Livestream mal dafür, um halt mal wieder eines der älteren Spiele zu spielen. Und warum Metroid Fusion nicht aufgelistet ist, begründe ich damit. Erstens, ich habe es auf YouTube schon mal Let's Played. Und zweitens, ich habe in den Stream eher momentan weniger die Motivation zu dem Spiel. Obwohl es eigentlich eher gesagt von den 2D-Metroid tatsächlich mein Lieblingsteil ist. Aber das wisst ihr, wenn ihr Metroid Fusion als mein Let's Play gesehen habt. Nichtsdestotrotz, die anderen Teile sind natürlich auch gut. Ich muss ehrlich gestehen, Zero Mission habe ich zweimal durchgespielt, liegt aber auch schon eine Weile zurück. Metroid 2 habe ich in der 3DS-Remake-Version mal durchgespielt. Liegt natürlich auch schon ein bisschen zurück, seit es erschien. Und Super Metroid liegt leider auch schon eine Weile zurück, dass ich zuletzt durchgespielt habe. Also es könnte sein, dass ich da manchmal vielleicht so meine kleinen Problemchen in den Spielen haben werde. Aber nichtsdestotrotz habe ich Bock auf eines dieser drei Spiele. Also schreibt in den Kommentaren, welches dieser drei Spiele ihr gerne sehen würdet. Und dann wird es am kommenden Samstag, den 31. Juli, um 15 Uhr losgehen. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr dabei sein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da sein könnt. Und dann werden wir uns ja durch die Metroid-Horden durchjagen. Und so weiter. Na gut, Leute. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, das war's auf jeden Fall von diesem kleinen Infovideo. Noch ein paar kleine Sachen, die ich jetzt im Anschluss noch loswerden will. Wenn ihr schon früh abschalten wollt, könnt ihr das machen. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die für die Leute, die jetzt länger hier dabei sind und es vielleicht noch interessiert, loswerden. Zum einen wisst ihr ja, dass ab 1. August ja wahrscheinlich diese Artikel 17-Sache in Kraft tritt. Ich habe jetzt diesbezüglich auch ein paar Playlists löschen müssen. Aus Sicherheit, dass mein Kanal nicht direkt untergehen wird. Ich weiß natürlich nicht, wie es letzten Endes wirklich aussehen wird, aber ich habe jetzt sozusagen die OS oder OSU, für die, die es besser verstehen, ihr wisst schon, dieses Musikrhythmusspiel mit den Buttons, habe ich löschen müssen, weil da ja viele Musikdinger dabei waren, die auch gecontent-ID-treffert wurden. Und dann habe ich auch die Japan-Videos jetzt gelöscht. Schweren Herzens. Ich meine, die meisten von euch werden die Videos auch wahrscheinlich gesehen haben, die es interessiert haben. Für diejenigen, die es gerne noch gesehen hätten, tut es mir leid. ich werde mal gucken, ob ich die irgendwie anderweitig nochmal hochladen kann. Aber so aktuell, weil ich dort ja auch copyrightete Musik genutzt habe und ich glaube auch ein oder zwei Parts diesbezüglich getreffert wurden, habe ich mich entschieden, die erstmal runterzunehmen. Weil es mir sonst doch zu riskant ist, dass mein Kanal deswegen geschlossen werden kann, wegen dieser Artikel 17 Sache. Aber gut, dann müssen wir erstmal sehen, was da jetzt demnächst kommen wird. Den Stream werde ich auf jeden Fall machen. Die Videos von, also die Aufnahme von Stream werde ich natürlich auch wieder auf YouTube hochladen. Ich bin gespannt, was mit diesen Aufnahmen dann geschehen wird im August. Ich bin sowieso gespannt, was das wird, ob mein Kanal dann noch existiert oder wirklich den Erdbogen gleich gemacht wird. Aber wenn ich diese Sachen gelöscht habe, man weiß halt echt noch nicht, was passieren wird. Ja. Abseits davon würde ich einfach mal sagen, hoffe ich, werden wir noch sehr, sehr viel Spaß am kommenden Samstag in den Stream haben. Und dann werden wir sehen, was kommen wird.
Ich hoffe nur, es wird wirklich kein letzter Stream, weil das wäre echt sehr schade. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich jetzt endgültig in diesem Video und sage einfach mal hoffentlich bis zum kommenden Stream. Bis dahin, auf Wiedersehen!